Gut, dann machen wir einen offiziellen Start. Herzlich willkommen zu Bienen ohne Grenzen, das internationale Format, was wir in Partnerschaft machen. Free the Bees in Schweiz, in der Schweiz mit Honeybee Wild in Luxemburg, Apis Arborea in den USA, Natural Beekeeping Trust in England. Tut mir leid für die Probleme, die wir hatten. Wir haben zum ersten Mal unseren Referenten aus dem Zoom rausgekickt und fast nicht mehr wiedergefunden. Aber ist da, freut mich riesig, Michael Penninger begrüßen zu dürfen. Und wir haben heute Abend ein etwas spezielles Thema. Es geht um die Bienenhaltung in der Elektrokultur. Und Michael Penninger lebt seit 12 Jahren auf der sogenannten Sonnenschmiede. Wir haben dort kennengelernt, er hat mich eingeladen zu einem Vortrag über Bienen. Hat extrem Spaß gemacht, alle Leute, die da waren, super spannendes Umfeld, Michael, super spannende Person. Und ich glaube, was ihn beschäftigt und wer er ist, das sagt er euch am besten gleich selbst. Und ja, Michael, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Und ich übergebe gerne dir das Wort und ihr dürft nachher auch Fragen stellen natürlich oder auch in den Chat schreiben. Also herzlichen Dank, André. Herzlichen Dank für die Einladung. Und ich freue mich sehr, da über dieses doch ja sehr spezielle Thema zu berichten. Erstaunlich, dass das für viele neu ist, was es für mich bis vor ein paar Jahren auch war, denn diese ganze Elektrokultur, das geht eigentlich zurück. Da können wir locker mal 200, 300 Jahre zurückblicken, wo das erforscht wurde. Und sogar an der Technischen Hochschule ETH in Zürich sogar ein Thema war bis in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da gab es sogar eine Doktorarbeit zur Elektrokultur oder Magnetokultur, wie das damals genannt wurde. Ich werde euch dann später dazu noch eine Folie zeigen. Mega spannend. Diese Dokumente sind auch nach wie vor für den Download da von der Bibliothek der ETH Zürich. Also ganz kurz zu mir. Ich möchte da gar nicht groß ausschweifen auf mein ganzes Entstehen und Gedeihen auf diesem Planet Erde. Wir haben es ja vorher schon versucht, das Problem so genannt mit diesem Zoom, mit dieser Technik, aber der Fokus wurde eigentlich auf die Lösung gelegt. Und somit ist das ein Teil von mir zu mir, dass ich sehr gerne versuche, mir immer bewusst zu sein, dass die Lösungen immer vor dem Problem da sind und es liegt dann an mir, ob ich festhalte an den Problemen, mich darin suhle oder ob ich doch einfach den Raum freimache für die Lösungen, die bei mir aus meiner Sicht immer vor dem Problem schon da sind. Ganz kurz zur Sonnenschmiede. André hat es erwähnt, also wir sind da im Emmental, im Tor zum Emmental auf der Sonnenschmiede. Das ist ein Hof, den wir vor 12 Jahren gekauft haben. André hat es kurz erwähnt. Haben den umgestaltet, vor allem im Garten viel gemacht und haben so ein sogenanntes Permakultursystem aus dieser grünen Wüste, wie sie gerne genannt wird, gemacht. Das heißt, wir haben Lebensräume geschaffen für Menschen, für Insekten, für Tiere und selbstverständlich eine Möglichkeit geschaffen, dass wir auch in einer kleinen Gemeinschaft miteinander leben können, wo alles Platz hat. Was wir so tun, ganz kurz eine Folie. Wir sind alle selbstständig auf dem Hof. Unsere Gemeinschaft ist zwischen 3 und 8 Menschen, also eine sehr kleine Gemeinschaft. Und wir sind selbstständig im Sinne von, dass wir eigene Produkte haben. Bei mir jetzt speziell sind diese Sonnentrockner. Jetzt sehr schön, wenn es draußen so warm ist, wo ich mein Obst, mein Gemüse und so weiter in Rohkostqualität schonend trocknen kann. Dann Daniela, meine Partnerin, sie ist mehr so im Ganzen Medizinalbereich tätig, wo wir ganz viele Heilpflanzen anpflanzen bei uns und die dann weiterverarbeiten zu Teetinkturen, Salben und so weiter. Unten links ein spannendes Bild, also ich bin so ein sogenannter Hobby-Bodenkundler, das heißt der Boden, speziell auch die Würmer, die begleiten mich schon viele Jahre, wo ich viel experimentiert habe und der Boden liegt mir sehr am Herzen. Nicht nur darum, weil wir ihn jeden Tag mit Füßen treten, sondern auch zu erkunden, erforschen, was da unter den Füßen so abgeht. Ein spezielles Thema. Und da sind wir eigentlich nicht weit, noch abschließend noch zu sagen, diese Gemeinschaft, wie ich sie
vorhin erwähnt habe, dass wir Möglichkeiten suchen, wie wir von dieser Ich-Welt zur Wir-Welt kommen. Das heißt, dass nicht immer nur dieses Gärtchen denken, das ist mein und du darfst auch ein bisschen haben, sondern dass wir das Wir ganz stark versuchen zu leben, ohne Hierarchien, und dass wir natürlich auch die Umwelt, die Tiere, Insekten mit beinhalten. So, dann kommen wir bereits schon zur Elektrokultur. Elektrokultur ist ein sehr, sehr breites Feld. Und was ich zu Beginn gleich sagen möchte, dass Elektrokultur wenig mit dem Strom zu tun hat, was wir unter Strom mit den Wechselfeldern so verbinden. Wir sprechen hier von ganz natürlichen Feldern. Ich komme dann auch darauf zurück, was das genau beinhaltet. Jetzt kann ich mal sagen, es geht mal grundsätzlich um das Erdmagnetfeld. Das kennen wir alle, wir können es zwar nicht sehen, aber wir glauben daran, weil jeder von uns schon einen Kompass in der Hand gehalten hat und der Kompass eigentlich immer irgendwie nach Norden zeigt, die andere Seite nach Süden. Da glauben wir dran. Das ist jetzt einfach so, kann man messen. Auch die Piloten, die arbeiten ja ein bisschen nach diesen, im Sichtflug zumindest nach diesen Magnetfeldern. Und es ist ja auch bekannt, dass sich Tiere gerne orientieren. Nehmen wir die Zugvögel oder andere Tiere. Wie finden die den Weg in das weite Afrika, wenn sie von uns dann im Herbst dann Richtung Süden ziehen? Könnte doch sein, dass das mit Magnetfeldern zu tun hat. Ganz kurz noch zum Aufbau dieser Präsentation, bevor ich jetzt da in die Elektrokultur einsteige. Das sollte euch eine Übersicht geben, mit was für Werkzeugen das wir arbeiten, was für Möglichkeiten das es gibt, dass es relativ oder wenig eigentlich mit dieser Esoterik-Szene zu tun hat, sondern es ist zum Teil wissenschaftlich bewiesen und es ist vieles ist einfach noch nicht bewiesen. Man weiß, es funktioniert. Man kann einfach zum Beispiel ein Gemüse nehmen, vorher, nachher Vergleiche machen und ich sehe, dass ein Kohl einfach um ein Vielfaches größer ist, dass ich keinen Dünger mehr brauche, zum Beispiel, dass ich viel weniger oder gar nicht mehr gießen muss oder natürlich komplett auf Pestizide verzichten kann. Das ist das, was ich zeigen möchte, was es da für Werkzeuge gibt. Und ein weiterer Teil ist dann, was wir bei uns heute anwenden in der Elektrokultur und komme dann natürlich auf Lösungsansätze für all die Bienenhalter, für die Imker noch zu kommen, noch zu sprechen, was es da für Möglichkeiten gibt, wie einfach das die sind, wie simpel die natürlich sind, wie wenig die kosten und es eine Möglichkeit aufzeigt, da komplett auf irgendwelche Zusatzmittel, dass man da verzichten kann und nur mit der Elektrokultur eigentlich ein natürliches Umfeld für die Bienen schaffen kann. Die nächste Folie, das ist so meine Lieblingsfolie, wenn es in die Geschichte geht, wo ich eigentlich nicht ganz so euphorisch bin, über all das zu sprechen, aber einfach zum Verständnis, dass diese Namen mal irgendwo gefallen sind. Die einen oder anderen kennen vielleicht noch die ganzen Lakowski-Geschichten. Schauberger Tesla ist irgendwie mehr bekannt und ich zeige euch, wie zum Beispiel auch Lakowski ein Pionier in der Elektrokultur war, wie wir sie heute auch nutzen. Dann in der Elektrokulturszene, da ist noch eher bekannte Yannick von Dorn und ich habe auch gewisse Informationen habe ich von seiner Seite und unten dann der Andrea Donnolly, das ist auch der Mensch, der lebt in Italien, der uns begleitet bei diesen Projekten und Kurse, die wir hier auf der Sonnenschmiede durchführen. Ich habe hier ein paar Folien, das ist mehr dann für euch später zum Durchlesen, was die Einzelnen genau gemacht haben, was sie erfunden haben, patentiert und so weiter. Der Christoph Loh, eigentlich einfach nur zu erwähnen, der kam mit der Magnetantenne, die hat er so ins Leben gerufen. Ich werde erklären noch, was das genau ist. Der Lakowski, das ist vor allem dann die Spulen. Das sind einfach ganz einfache Spulen, wo man kein Werkzeug dazu braucht, nur Kupfer und ein bisschen Geduld und somit der Natur oder den Lebewesen schon sehr viel zuliebe, zugute tun kann. Wir kennen noch diese Lakowski, diese Multiwellen-Oszillatoren, die ist vielleicht am anderen, ein oder anderen noch so bekannt, zusammen mit der Tesla-Spule, wo der Lakowski jedoch einiges in der Medizin, also Anwendung speziell für den Menschen, da erfunden hat, wo es bis heute noch Installationen gibt.
Weiter haben wir den Gustav Winter. Und das, was ich speziell bei ihm erwähnen möchte, das ist einmal die ganzen magnetischen Eigenschaften der Steine. Da habe ich auch noch eine Folie später, dass es Steine gibt, ganz verschiedenste Steine, die unterschiedlich auf Magnetfelder reagieren. Und wenn wir das wissen und entsprechend in den Garten bringen, zu den Insekten, zu den Bienen, zu den Tieren oder auch zu den Menschen, wo man sieht, wie sich dieser Garten harmonisieren kann mit dem Wissen, wie die Steine auf das Erdmagnetfeld reagieren. Weiter haben wir den Michael Wüst aus Deutschland, der glaube ich, oder ich hoffe, ich tue ihm nichts Schlimmes an, ich glaube, er ist nicht mehr ganz unter uns, das heißt, er lebt nicht mehr. Er hat dann mehr noch diese ganzen Geometrien, also die natürlichen Formen, hat er verbunden mit der Elektrokultur. Hier wird es platonische Körper oder heilige Geometrie genannt. Da sind wir dann mehr im Bereich der Architektur, wie früher Tempel gebaut wurden, Kirchen gebaut wurden. Die wussten genau früher, wo sie die Kirchen bauen. Wenn ihr schaut, wo die stehen, die sind meistens irgendwo an ganz speziellen Orten, in Dörfern, auf Hügeln, in Städten, stehen die irgendwie ganz speziell, wo man denkt, warum steht die Kirche genau dort? Also die wussten noch darum, um diese ganzen Kräfte der Natur mit den Steinen, mit den Feldern und so weiter. Dann haben wir den Yannick von Dorn. Das ist eigentlich der Mensch, der diese Elektrokultur in den letzten Jahren sehr stark auch verbreitet hat, durch Kurse, durch Vorträge, Videos. Und er ist bis heute eigentlich einer der Pioniere, zusammen auch mit dem Andrea Donnelly und anderen, die dieses Thema Elektrokultur, dieses Wissen einfach weitergeben. Und sie forschen und entwickeln und jedes Jahr gibt es neue Erkenntnisse. Mega spannend, zumindest für mich. Da haben wir noch unseren Andrea. Also er ist eigentlich einer, der genau wie Yannick von Dorn diese ganz einfachen Themen begann zu nachzuvollziehen. Wie haben die damals die Elektrokultur verwendet und entwickeln sie nun weiter mit den Antennen, mit den Spulen? Und einfach was zum Beispiel Geschmack und Farben und Klang und so weiter, was das für Einfluss hat, auch Pyramiden gehören dazu, was das für einen Einfluss hat auf die Insektenwelt oder eben auf das Gemüse, der Garten allgemein und natürlich für den Menschen. Der Peter Rettenmund, das ist auch einer, der ist vor allem im deutschsprachigen Raum unterwegs. Hier habe ich geschrieben über 124 Vorträge. Mittlerweile werden es wahrscheinlich gegen 200 sein, der eigentlich durch ganz im deutschsprachigen Raum reist und durch Vorträge die Elektrokultur auch erzählt und doziert, was damit alles möglich ist und auch sehr gerne Resultate aufzeigt, die Unterschiede, wo man einfach sagen muss, okay, ist so, warum? Teilweise kann man es erklären, teilweise sind wir noch, da noch in den Kinderschuhen. Was ganz interessant ist, das ist die Kombination. Also Wissen kann sich ja vor allem dann vermehren, wenn Menschen zusammenarbeiten und Wissen teilen. Und der Andrea, unser Dozent bei uns, er nimmt sich die verschiedensten Elemente der vorgenannten Erfinder oder Entdecker, bringt das zusammen und setzt die dann um und zeigt einfach, wo sind die Grenzen, wo sind neue Möglichkeiten im Bereich der Elektrokultur. Etwas Interessantes habe ich noch vergessen, wie bei uns eigentlich diese Elektrokultur überhaupt Aufmerksamkeit bekam. Wir bedenken, die Schienen, die Eisenbahnschienen, das sind alles Leiter. Die Eisenbahnschienen, das sind Hunderte, wenn nicht Tausende von Kilometern in der Schweiz verbaut. Und unsere Bundesbahn, die SBB, die braucht, ich weiß nicht, wie viele Tonnen brauchen die eigentlich an Gift, um dieses Unkraut, das Beikraut zu vernichten, damit diese Schienen nicht gänzlich zuwachsen in kürzester Zeit. Und irgendjemand, ich weiß nicht mehr wer, hat entdeckt, dass das Pflanzenwachstum bei den Schienen komplett anders ist. Entsprechend, wenn der Verlauf der Schiene Nord-Süd, also entlang des Erdmagnetfeldes, oder eben Ost-West, nämlich quer des Magnetfeldes, verläuft. Und die haben gemerkt, dass diese zwei Leiter, diese Schienen, diese parallelen Leiter,
dass das einen Einfluss hat auf das Pflanzenwachstum. Und da ist man dann tiefer gegangen in dieses Thema und hat geschaut, an was liegt das, warum ist das so? Und so wäre ich eigentlich schon so bei einer grundsätzlichen Installation einer möglichen Elektrokulturanlage. Ihr seht das schon, die Folie ist klein, das Bild ist klein, es braucht gar nicht viel. Das ist eine Installation, die ich unterirdisch mache. Das heißt, ihr seht, bei diesen Nord-Süd-Leiter seht ihr, dass diese vergraben werden. Das ist sogar noch angeschrieben, die Tiefe. Bei uns sind es etwa 30 cm, liegen Drähte, leitende Drähte, liegen im Boden und die werden dann parallel geschaltet und entsprechend verstärkt durch Magnete, die auch Nord-Süd dann ausgerichtet sind. Also die liegen eigentlich im Leiter drin und somit verstärke ich das natürliche Magnetfeld. Warum wir das tun, warum das überhaupt Sinn macht, das werde ich in einer weiteren Folie dann zeigen. Also das ist eine Untergrundinstallation und ihr seht auch, dass da Bienenwachs verwendet wird. Also der Bienenwachs ist scheinbar, hat es gezeigt, dass das sehr wichtig ist, dass die Magnete entsprechend mit Bienenwachs, mit hochwertigem Bienenwachs eingepackt werden. Dann haben wir hier eine Komponente, die dazukommt. Das ist nämlich diese Antenne, die Magnetantenne, wie sie genannt wird. Also ich habe zum einen habe ich die Drähte, die unterirdisch das Magnetfeld im Boden verstärken. Und auf der anderen Seite werden mir kosmische Strahlung, also wir kennen zum Beispiel die Sonnenstürme, wir kennen das Gewitter, das sind irgendwelche Entladungen, das ist Elektrizität, wir kennen die Nordlichter, das sind alles Entladungen von der Ionosphäre, von der Stratosphäre und die fangen wir subtil ein mit einer Magnetantenne. Die Zeichnung, seht ihr, das sieht alles relativ rustikal, alt aus, handgezeichnet noch, damals konnte man das noch, also dieses Wissen, auch das, was ich hier zeige, ist schon sehr, sehr alt, wie gesagt, locker 200-jährig. Warum mache ich das eigentlich alles? Zum einen ist das Wachstum ist imposant, wie schnell das eigentlich die Pflanzen gedeihen, wie schnell das ein Saatgut keimt. Ich habe quasi, ich kann verzichten auf diese Dünger, seien das organische Dünger oder seien das mineralische Dünger, die brauche ich nicht mehr. Wir sprechen hier von einem elektrischen Dünger, selbstverständlich nicht irgendwie angeschlossen an eine Batterie oder dass ich dann Wechselstrom noch irgendwie in eine Quelle anschließe. Dann habe ich weiter die Resistenz vor Frost und Krankheiten und da sehen wir schon einen kleinen Bogen, spannen wir da schon zu den Bienen, wo es da, in welche Richtung das geht, was für die Pflanzen gut ist, das kann den Bienen ganz sicher auch nicht schaden. Also es geht eigentlich, dass diese Pflanzen robust sind, dass sie gesund sind und in einer möglichst natürlichen Form wachsen können, ohne diese Störfelder, wie wir sie heute kennen, von, ich nenne jetzt mal diese Handybelastung, ich nenne mal diese Freileitungen, die ganzen Wechsel, diese Wechselfelder, wie wir sie kennen und überall eigentlich gegenwärtig sind. Ich habe hier noch ein Bild von einer Zwiebel. Also ihr seht auch diese Zwiebel. Natürlich kann man sagen, Photoshop schafft alles, aber ich habe selber, habe ich solches Gemüse gesehen. Es ist unglaublich, die Größe, wie die wachsen und vor allem wie schnell. Da unten ist noch die Elena Moore, die ganz speziell in der Geomantie noch mit einbindet in die Elektrokultur, wo halt auch, ihr seht diesen, ich weiß gar nicht, was das ist, irgendein Kohl, eine Kohlart, wie groß dass die ist. So, dann kommen wir mal kurz auf eher was Praktisches. Was ist dann bei uns im Bereich Elektrokultur? Wie haben wir begonnen? Vor etwa, das sind erst 2, 3 Jahre, wo wir begonnen haben. Das linke Bild, das zeigt eine Cheops-Pyramide und die habe ich einfach mal gebaut, spaßeshalber. Ich mag Pyramiden, ich finde die Form der Pyramide finde ich cool und ich habe mir so eine Cheops-Pyramide gebaut aus Kupfer. Und dachte eigentlich, das sollte doch all unsere Schnecken abhalten. Wir hatten da noch keine Laufenten, dafür gefühlte Millionen von Schnecken, die sich in unserem Garten natürlich sehr wohl gefühlt haben und entsprechend auch den Garten immer schön gesäubert haben.
und einfach alles weggefressen. Also, was ist passiert bei dieser Cheops-Pyramide? Die ist zum einen ist die Nord-Süd ausgerichtet, also die Pyramide hat ja vier Seiten am Boden und zwei Seiten sind einfach Nord-Süd ausgerichtet. Und ich habe eine Präsentation, da muss ich mich entschuldigen, speziell über diese Pyramide. Ich habe sie nicht mehr gefunden, nur noch dieses Bild. Was passiert ist, es kam ein Hasselstaude ist gewachsen in der Pyramide und zwar genau in der Mitte vom Fundament der Pyramide. Und ich habe die einfach mal gelassen und geschaut, was passiert. Und diese Hassel, wie man sie kennt, die Hasselstauden, die wachsen ja sehr gerade, einfach wie ein Pfeil gerade hoch. Die werden dann schon ein paar Meter hoch und machen kaum Verästelungen. Die wachsen einfach wie so Pfähle, wachsen die aus dem Boden. Was passiert ist, die hat genau irgendwo in der Pyramide hat sie eine 360-Grad-Wende genommen und ist dann wieder hochgewachsen. Und ich habe mit Schnüren, habe ich dann die ganze Pyramide ausgemessen, wo genau dieser Wirbel des Hassels war. Und es war genau im Schnittpunkt der Seiten der Pyramide, wo dieser Hassel einfach einmal eine 360-Grad-Wende gemacht hat und wieder hochgewachsen ist. Und ich dachte schon, was ist denn da los? Ich habe den Hassel entfernt, weil ich wollte dort ein Gemüsebeet anlegen und keine Hasselstauden anziehen. Das hat mich sehr verwundert. Dann beim zweiten Bild oder das mittlere Bild sehen wir diese Graben von etwa 30 cm Tiefe, wo dann Erdleiter verlegt wurden. Die wurden zu einem Punkt zusammengefasst mit einer Magnetspule und dann angeschlossen an eine Magnetantenne, die wir beim rechten Bild sehen. Ich komme dann noch mit ein paar anderen Bilder darauf oder zeige ich euch, wie diese Antenne genau ausschaut. Das ist grundsätzlich alles. Eine weitere Behandlung bei uns ist zum Beispiel das Wasser. Im linken Bild seht ihr eine sogenannte Spule. Das ist jetzt so eine pyramidenförmige Spule oder eine Lakowski-Spule, die direkt ins Wasser geführt wird. Das ist jetzt bei uns der Brunnen. Da die quietschende nebenan, das ist eher ein bisschen zu mehr Farbe ins Bild zu bringen, hat so keine Funktion. Und beim rechten Bild seht ihr dann die Antenne, die auch wieder diese kosmische Strahlung aufnimmt und mir dann ins Wasser leitet. Das ist jetzt speziell für die Wasserbelebung. Das ist schwierig wissenschaftlich nachzumessen. Da geht es darum, trink Wasser und dann schau, ob es dir passt oder nicht. Es gäbe noch eine Möglichkeit mit einer Skala vom Physiker Bovis, dass man das messen kann. Also wir hatten bei uns konkret etwa 15.000 Bovis-Einheiten im Wasser und mit dieser Spirale drin haben wir das etwa verdreifacht. Das ist aber nur ein energetischer Wert und nicht jetzt irgendwie, was ich sagen kann, hey, das ist jetzt so wissenschaftlich bewiesen. Nein, ist es nicht. Ich habe es getrunken und muss sagen, doch passt, die Tiere trinken draus, vor allem bei die Katzen bei uns. Und muss sagen, dort, wo die Katzen trinken, ist das Wasser in der Regel gut. Weiter ist natürlich die Geobiologie und die Geomantie ist ein ganz großes Thema, auch in der Elektrokultur, wo wir eigentlich in einem Grundstück mal schauen, ja, warum ist zum Beispiel etwa, wo funktionieren Pflanzen im Sinne von, wo wachsen sie, wo wachsen sie nicht, warum kann ich nicht schlafen, wenn ich das Bett drehe, schlafe ich plötzlich gut, vielleicht sind da irgendwelche Wasseradern unten durch. Wir haben im Napfgebiet sehr viel Wasser und wir setzen mit diesen Towers quasi Akupunkturpunkte, wo uns ganz genau diese sogenannten rechtsdrehenden Felder dann auf linksdrehend machen. Links ist ein Power Tower von Alan Moore. Der ist gefüllt eigentlich nur mit Basaltstein. Wir sehen noch später noch, was für Eigenschaften der Basaltstein hat. Und beim rechten Tower, das ist einfach eine Tonröhre gefüllt mit Basalt, auch als Akupunkturpunkt, damit ich eine gewisse Harmonie in den Garten bringe und die Störfelder harmonisieren kann. Das ist jetzt wieder ein spezielles Gebiet, da möchte ich gar nicht weiter mich da vertiefen drin. Das ist ein eigenes Thema, die Geobiologie und Geomantie, wo jetzt mit der Elektrokultur eher komplementär was damit zu tun hat. Jetzt sind das die Steine, die ich erwähnt habe, zum Beispiel Paramagnetismus.
Das ist so ein Phänomen beim Basaltstein. Das ist eigentlich ein Stein, der sich ausrichtet nach dem Erdmagnetfeld. Er wird aber selbst nicht magnetisch. Und das machen wir uns zunutze bei diesen Towers. Der Ferromagnetismus, wie es da geschrieben ist, das ist das Klassische, was wir kennen bei Ferritmagneten, zum Beispiel Eisen, oder der Diamagnetismus von Graphit. Das sind dann die Steine, die eigentlich versuchen, aus einem Magnetfeld auszubrechen, die da flüchten. Und diese drei verschiedenen Steine, da gibt es ganz viele Steine, also jeder Stein hat eine Eigenschaft. Wir arbeiten in der Elektrokultur vor allem mit dem Basaltstein, weil wir möchten ja das Magnetfeld verstärken. Das ist für mich jetzt fast die schönste Folie. Das ist schon fast eine Zusammenfassung, wenn ich über Elektrokultur spreche. Was sind denn da genau für Themen drin und welche Themen sprechen mich an? Elektrokultur, wie ich zu Beginn gesagt habe, ist keine Neuzeitreligion oder irgend so eine Bewegung, so einen Hype, wo ich sage, hey, jetzt ist das in, jetzt möchte ich da einsteigen, weil ich damit möglichst viel Geld verdienen kann, weil die Menschen im Moment sehr offen sind für das. Nein, ich nehme mir diese Themen raus, die hier beschrieben sind. Zum Beispiel, ich habe jetzt eine ganz starke Verbindung zu der Elektrizität. Dann bleibe ich bei diesem Thema, wie ich es genannt habe, mit diesem Erdmagnetfeld. Ich verstärke das durch Magnete. Und mache mir so diese Technik im Garten zunutze. Oder ich sage, nein, ich gehe eher so Richtung Wilhelm Reich mit der ganzen Orgonfelder. Der Wilhelm Reich, das ist dann der Mensch, der damals diese Naturharmonisierungsstationen so entdeckt hat, der auch dieses Blau, diese Lebenskraft erklärt. Das Blau am Himmel, das hat sehr stark mit dem Orgon zu tun. Und das machen wir uns im Garten zu nutzen. Oder ich gehe mehr auf die Wasseradern, die tellurischen Kräfte, Leylinien, Hartmann, Banknotes, Görigit. Das ist alles aus der Geomantie. Und wenn ich da sage, nee, das geht mir irgendwie, passt mir nicht, dann spreche mich vielleicht die Pyramiden an. Mit den Pyramiden kann ich auch sehr, sehr viel erreichen, auch in Kombination zum Beispiel mit der heiligen Geometrie oder mit den Lakowski-Spulen. Und je mehr ihr von dem kombiniert, für die Tiere, die Bienen, die Insekten, die Menschen, der Garten, das Gebäude, umso effektiver, harmonischer werdet ihr diesen Bereich gestalten können. Also es ist schon erstaunlich, was wir schon für Resultate gesehen haben. Aber wie gesagt, Bilder glaube ich auch nicht mehr alle. Man muss es fast selber erleben. Unten seht ihr ein Bild, das ist von Irland. Früher hat man so Türme gebaut und kein Mensch jetzt lange wusste, was das überhaupt sollte, diese Türme. Mittlerweile weiß man, das sind auch sogenannte Power Towers. Also das sind auch Akupunkturpunkte zur Mutter Erde, die mir Störungsfelder ausgleichen. Und von diesen Towers gibt es ganz viele in verschiedensten Formen. Jetzt kämen wir noch zu den Bienen. Das eine, das muss ich euch so nicht groß erklären. Ihr seid die Bienenspezialisten. Ich bin kein Bienenspezialist, aber mich hat dieses Bild sehr fasziniert, wo schon mal zeigt, dass Bienen nicht nur anders fühlen, sondern auch anders sehen als der Mensch. Und wenn ich da weitergehe, dann sehe ich, oder ich habe ihn wieder eingelesen, das ist jetzt so ein Text von Fandon, wo er auch zeigt, dass zum Beispiel diese Bienen, dass die Rezeptoren im ganzen Körper haben, diese Magnetite. Und diese Magnetite, die müssen irgendwie ansprechen auf das Erdmagnetfeld. Und somit, wenn ich das so sehen kann, was auch bewiesen ist, ist es doch ganz natürlich, wenn diese Felder, das Erdmagnetfeld verändert wird durch ein Wechselfeld, sagen wir, wie gesagt, von einem Handyantenne, irgendeinem Störfeld, von Wechselstrom, dann wissen die Bienen nicht mehr ganz so recht, was soll ich überhaupt tun? Werde ich aggressiv? Gehe ich zugrunde oder ziehe ich mir da vielleicht eine Milbe an, die es so gar nicht braucht? Könnte sein. Bienen reagieren auf diese niederfrequenten Magnetfelder und sie können auch Flussdichten wahrnehmen.
ohne dass ich jetzt groß auf diese Themen eingehe, versuchen wir mit der Elektrokultur ein harmonisches Feld zu kreieren, das möglichst dem natürlichen Erdmagnetfeld auch entsprechend der Flussdichte, hier jetzt diese 50 Mikrotesla, dass sie dem entspricht. Dann ist hier noch mehr zum Nachlesen für all die, die diesen Vortrag später sehen. Das muss ich nicht einfach wieder lesen, was da steht. Nochmals am Schluss, dass diese Eisenpartikel, diese Magnetite im Körper der Bienen gefunden werden. Da kann vielleicht der eine oder andere von euch nachher noch ausführen, ob das auch wirklich so stimmt. Und dass das ganz logisch ist, wenn ich aus Eisen bestehe oder Eisen in mir trage, dann muss ich einfach auf diese Felder ansprechen, gar nicht anders, weil das ist dieser Ferromagnetismus, den wir vorher angesprochen haben. Die Lösung dazu, dass ich ohne irgendwelche Hilfsmittel ein gesundes Bienenvolk einfach ihr Leben leben lassen kann, ist, dass ich einfach Magnete anbringe, dass ich erstens mal den Bienenstock Nord-Süd ausrichte und dann mir zwei Magnete nehme. Ich habe hier so einen Magnetstab, ich hoffe, man sieht das auch. Das sind ganz kleine Magnete mit einem Loch drin, die ich mir so links und rechts oder eben ein Magnet Nord und ein Magnet Süd mit einer Schraube befestige. Und das gibt ein Gleichspannungsfeld, ein Feld, das keine Amplituden aufweist. Die Amplituden entstehen nur, wenn sich die Bienen in der Wabe drin bewegen. Dann gibt es ein minimales Störfeld, was aber die Bienen nicht stresst. Das heißt, ich gebe dieses Feld, dieses Gleichspannungsfeld, dieses harmonische Magnetfeld, zeigt mir die Bienen wieder genau, wo diese Nord-Süd-Richtung ist, und sie sind nicht mehr verwirrt durch diese Wechselspannungen, Wechselfelder, die ich sonst in der Umgebung habe. Dann weiter unten rechts im Bild seht ihr ein Kupferband. Ich habe hier auch eines da. Man weiß, dass Kupfer antibakteriell wirkt, und somit legt man dieses Kupferband ganz einfach. Klebt man dorthin, wo der Bienenein- oder Austritt ist. Dass die Bienen müssen dann über dieses Kupferband laufen und werden so eigentlich, ich sag mal, gesund. So einfach ist das. Und ich würde das alles nicht erzählen. Ich habe selber keine Bienen, aber ich würde es nicht erzählen, wenn ich nicht von anderen wüsste. Das ist der Yannick von Dorn oder der Andrea Donnelly, die verschiedenste Bienenvölker züchten seit Jahren. Und die nicht besprühen, die einfach nur sich selbst überlassen. Und die leben und sind robust und sind vor allem ganz zufrieden. Da braucht es keinen Astronautenanzug, um zu denen zu gehen. Sie sind sehr, sehr sanft. Wir sehen bei diesem Bild, da wurde jetzt auch noch die heilige Geometrie wurde da noch mit eingenommen. Das heißt, das Häuschen, wo sie drin leben, ist jetzt da. Ich denke, es ist ein Sechseck, wo sie drin sind. Wir sehen im mittleren Bild, sehen wir ein Magnet, das kleine Rundmagnet, und im Bild ganz links ist auch dieses Kupferband, wo die Bienen drüber marschieren, bevor sie dann in den Bienenstock wandern. Der Andrea, der hat noch etwas mehr dazugefügt, der hat noch so eine Nubienpyramide über diese ganzen, der hat jetzt zwei Völker da und hat noch eine Nubienpyramide zusätzlich zur Verstärkung, zur Harmonisierung über diese zwei Bienenstöcke gelegt. Auch da ganz wichtig, dass diese Magnete einfach Nord-Süd angebracht werden, sonst funktioniert das nicht. Also wenn die Ost-West sind, dann wird das wieder ein Störfeld geben. Und ich habe vorhin noch ein YouTube, so ein Video gesehen, wo gefragt wurde, ja, aber man spricht doch jetzt da speziell in der spirituellen Szene von einem Polsprung. Das hat es auch schon gegeben früher. Ja, was passiert, wenn denn das passiert? Die Antwort ist ganz einfach, dann wechselt die Magnete. Ja, so, das ist jetzt eigentlich schon, komme ich da mal zu einer Zusammenfassung. Wie es möglich ist, die Gesundheit der Bienen zu fördern. Das ist die Anwendung der heiligen Geometrie. Was ich gezeigt habe, das ist mit Hilfe der Pyramiden, die sieht auch sehr schön aus, oder eben diese Bienenstöcke, dass die halt dann sechseckig sind. Ich wende die
Magnetokultur an. Das kann ich, wie gesagt, mit diesen Magneten machen. Zwei kleine Magnete kosten 1 Euro, 1 Schweizer Franken, die kosten dreimal nichts. Der Andrea, der arbeitet auch sehr gerne noch mit Düfte. Bienen scheinen auch auf Düfte sehr stark anzusprechen, im Speziellen der Thymian und der Lavendel. Das heißt, er hat aromatische Essenzen, hatte noch direkt in der Brut drin, wo die Bienen leben. Das können aber auch irgendwelche Äste sein, noch Blütenrückstände sein oder ätherische Öle. Dann, was er mir ganz speziell noch gesagt hat, dass die Biodiversität auch ganz wichtig ist, dort unmittelbar, wo die Bienen leben. Das geht nicht nur um den Nektar, den sie brauchen. Bienen lieben scheinbar auch ein harmonisches Umfeld im Sichtbaren. Also die lieben Farben. Also nicht diese Monokultur, wie wir sie kennen, vom Raps zum Beispiel im Frühjahr, wo einfach alles gelb ist. Bienen lieben einfach eine Vielfalt an Farben im Garten oder dort, wo sie leben. Und wichtig ist auch, was er mir gesagt hat, dass er nur 20% des Ertrags eigentlich den Bienen wegnimmt. Und das muss auch eine gewisse Ruhe, Gelassenheit in die Bienen bringen, dass sie viel weniger aggressiv sind. Jetzt möchte ich doch noch eine Möglichkeit zeigen, was sonst noch möglich ist für all diejenigen, die jetzt sagen, ja, Elektrokultur klingt gut, aber weißt du was, irgendwie ist mir das zu weit hergeholt. Habe ich hier noch was anderes? Das ist, wie ich richtig gelesen habe, glaube ich, ist das ein Spin-off von der ETH Zürich, die Firma Vatorex. Und die haben gemerkt, dass wenn ich im Brutkasten drin, der Wabe drin, eine konstante Temperatur von 42 Grad habe, dass die Varroamilbe keine Chance hat. Das gefällt ihr nicht, dieses Milieu, und sie kann sich nicht verbreiten. Und das ist ein Produkt, das sie bereits schon, das ist heute, könnt ihr das bestellen, wäre, ja, ist mega simpel, um nachzurüsten. Das ist ein Bausatz, wo ihr einfach so minimal, das sind so wie Heizstäbe, die ihr in die Wabe legt und somit der Wabe ermöglicht, dass sie eine konstante Temperatur von 42 Grad da erreichen in der Wabe. Und da ist natürlich sicher irgendeine Anleitung dabei. Unten steht jetzt, dass alle 16 Stunden werden da die Heizzyklen wiederholt. Und ich habe das so nie ausprobiert, aber mich hat es fasziniert, weil auch das etwas sehr Einfaches ist, simpel ist und scheinbar auch funktioniert. Für all diejenigen, die noch mehr wissen möchten über diese Elektrokultur, darf natürlich die Werbung nicht ganz fehlen. Also wir haben nächstes Jahr haben wir vier Anlässe. Das ist zum einen ist das ein Einführungskurs grundsätzlich Elektrokultur im Juni nächstes Jahres. Im Mai ist speziell der Fokus auf Wasser und gesunde Pflanzen. Und links im Bild geht's dann, ist so ein Frühjahrsthema, wo es um das Saatgut geht, also wie kann ich Saatgut, wie kann das keimen, rasch und robust, dass eigentlich schon die Kraft von Anfang an im Saatgut drin ist, sind das drei Kurse und selbstverständlich eines der wichtigsten, das ist noch nicht ausgeschrieben, das sind die Elektrokulturtage. Da bringen wir verschiedenste Referenten aus der Welt, möchten wir auf die Sonnenschmiede bringen. Und in Form von Workshops über ganz viel verschiedene Themen, dass die kurz referieren. Das war ist etwa so ein Anlass, wo auch der andere dabei war und über die Bienen referiert hat. So machen wir genau ein, nicht ein Festival, wir nennen es Elektrokulturtage, wo wir einfach dieses Wissen vermitteln möchten, zeigen möchten und die Möglichkeiten aufzeigen wollen, was alles möglich ist. Und dass das einfach weiter erforscht werden kann, dieses Thema. Ich glaube, das ist die letzte Folie. Da bleibt mir einfach nur Danke zu sagen und wäre jetzt ja froh oder wäre schön für ein paar Fragen. Und ansonsten wäre es das von meiner Seite jetzt zu dieser wirklich kurzen Einführung Elektrokultur, wäre es das gewesen. Super, vielen herzlichen Dank, Michael. Spannend. Für mich auch viele Themen neu. Von ein paar habe ich schon gehört. Ein paar Dinge habe ich selbst versucht.
Super interessant. Ich glaube, es bestreitet niemand, dass der Standort von Wien extrem wichtig ist. Und ich glaube, es bestreitet auch niemand, dass viele Dinge noch gar nicht wissen. Ich habe in meinen Anfängen selbst Versuche gemacht und ich habe zumindest starke Unterschiede zwischen Standorten auch sehen können, auch wenn ich die nicht richtig erklären kann. Aber zumindest gibt es Resultate. Und ja, ich würde mich ebenso freuen über eure Fragen. Ich sehe da im Chat sind drei Fragen, aber ich weiß nicht, wer die sieht. Ich kann sie nicht öffnen. Ah, das ist nur von, also André Düner hat noch einen Link geteilt für SurveyMonkey. Da könnt ihr euch gerne dann noch uns gerne ein Feedback hinterlassen, wie es euch gefallen hat und was ihr gerne verbessern würdet für das nächste Mal. Ja, Davis, vieles zum Nachdenken. Vielleicht, sonst starte ich mit einer Frage. Was mir durch den Kopf geht, du hast ja diese Drähte aufgezeigt zur Verstärkung von Feldern. Hast du die auch im Zusammenhang mit den Bienen analysiert? Gibt es da irgendetwas oder gilt das vor allem für die Pflanzen? Für die Bienen, meines Wissens, ist es nicht notwendig. Okay. Die Bienen irgendwo, ich sag mal, in der Höhe leben, also die leben, es gibt zwar Erdbienen, für die wäre das definitiv ein Thema, aber die Bienen, die in dem Bienenstock leben, da reichen vollkommen zwei Magnete plus das Kupferband. Okay. Und das Kupferband, das war auch etwas, was mir durch den Kopf ging. Muss das auch ausgerichtet werden? Nein, das ist egal, aber wenn du. Eigentlich wichtig ist, dass der Kasten Nord-Süd ausgerichtet ist und wo dann der Eintritt ist der Bienen, das ist irrelevant. Wichtig ist, dass die Bienen über dieses Kupferband laufen. Okay. Und noch die letzte Frage zu den Magneten. Die haben in der Regel einen Plus- und einen Minuspol. Spielt das auch noch eine Rolle, wie ich die genau da festschraube? Ja, da muss man wissen, wo überhaupt Norden und Süden ist auf der Mutter Erde. Also wenn ich den Kompass nehme und der Kompass zeigt nach Norden, dann ist das der magnetische Südpol, das es mir anzeigt. Das ist nicht, das ist zwar der geografische Nordpol, das ist richtig, aber es ist der magnetische Südpol. Und so muss ich dann die Magneten genau ausrichten, dass sie sich nicht abstoßen, sondern anziehen. So richte ich dann die Magnete aus. Und Also umgekehrt. Nordpol des Magnets auf den magnetischen Südpol der Ja, Erde. richtig. Und umgekehrt, der magnetische Nordpol, der wäre dann im Süden und dann ist das Magnet umgekehrt. Okay, danke. Ich habe eine Frage bezüglich der Schnecken und der Pyramide. Sind die Schnecken ferngeblieben? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, das ist so. Ich war voll euphorisch und dachte, ich wäre jetzt Milliardär auf dem Planet Mutter Erde, weil ich es geschafft habe, dass die Schnecken dank dieser kleinen Pyramide fernbleiben. So war nicht, dem war nicht so. Nein, also man sagt zwar, dass Schnecken nicht gerne über Kupfer laufen. Meine Erfahrung ist in der Tat, das erste Jahr sind die Schnecken ferngeblieben. Wir hatten die überall im Garten, aber nicht in der Pyramiden drin. Im zweiten Jahr habe ich Salatsetzlinge in die Pyramide gesetzt und die Schnecken hat es angezogen, ich hätte fast gesagt magnetisch angezogen. Die Schnecken gingen über die Pyramide, die aus Kupfer war, hat die nicht mehr interessiert. Hat bei mir so nicht funktioniert und von meiner Erfahrung her muss ich sagen, nein, das Einzige, was gegen Schnecken hilft, das sind Helfer, wie unsere Laufenten, die wir noch bis im Mai hatten, oder einfach irgendwelche natürliche Helfer, die im Garten mitarbeiten und so die Schnecken entsprechend im Schach halten. Merci. Ich habe eine Frage zum Kupfer am Eingang. Das Kupfer lädt sich ja mit der Zeit auch auf. Haben da die Bienen über die Zeit, hat das bei den Bienen keine Wirkung? Weil beim Menschen kann das recht schlecht rauskommen. Also wenn man
unter dem Bett Kupfer hat, ein halbes Jahr oder ein Jahr, und das tut man nie waschen, also wieder reinigen, dann lässt sich das auf, dass es für uns Menschen negativ ist. Hat das bei den Bienen keinen Einfluss? Kannst du mir sagen, welche Art von Aufladung du meinst? Ja, mit den Strahlen, wo, ob es von der Erde ist, von Leylinien, Wasseradern, das lässt sich auf, oder? Und das muss, es hat eine Zeit gegeben, wo sie Matratzen abgerissen haben, oder? Und man auch gemerkt hat, wenn das nicht mehr entladen wird, dann geht es den Leuten schlechter. Also Ist das bis. du sprichst vor allem die Erdung an, dass eigentlich das Ganze abfließen kann, das, was aufgeladen wird. Meinst du das? Ja, das, ich weiß einfach, dass es etwas gibt, wo man den Kupfer wieder muss entladen muss, damit es für uns Menschen noch gut ist. Ja, Das heisst, bei den mega spannende Bienen, Frage. ist das nicht. Ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass das Kupfer oxidiert, dass man das eigentlich jährlich einmal polieren soll, dass sie nicht über diese Oxidschicht laufen. Was natürlich interessant wäre, ist genau das, was du sagst, wäre es sogar noch sinnvoll, wenn man dieses Kupferbändchen noch erden würde, dass eigentlich das, was sich auflädt, dass sich das auch der Mutter Erde übergeben kann, wo es dann wieder transformiert wird. Was wir tun ist, dass wir eigentlich erstmal schon nach der Geomantie schauen, wo wäre es überhaupt geeignet, die Bienen zu halten, dass mir eigentlich die Geomantie schon zeigt, hier ist ein guter Platz und hier ist es weniger gut. Meine Erfahrung zeigt, dass zum Beispiel Wasseradern sehr geeignet sind, weil die Bienen dann mehr arbeiten, genau wie die Kompostierung sehr schneller vor sich geht, wenn unten im Boden eine Wasserader liegt. Dein Kupferband, was deine Frage bezieht, kann ich dir echt so nicht sagen. Das ist mega spannend. Ich nehme das auf und werde das mal versuchen oder dem Andrea weitergeben, diese Idee, was passiert, wenn wir dieses Kupferbändchen noch speziell erden würden, wenn es immer irgendwie aufgeladen wird von irgendwas, irgendeiner Energie, dass sich das auch wieder entlädt, dass dann Kreislauf geschlossen ist. Ja. Mal, danke. Also das mit dem Erden hat bei mir Pendler auch mit unserer Schiffertree, mit einem Kupferdraht, hat er auch gemeint, eben, ich soll hier erden wegen Kreuzungen von Wasser. Absolut. Aber danke, merci. Ja, nee, das wäre natürlich jetzt, ich habe noch Zeit, ich könnte jetzt nochmals eine Stunde referieren, wenn wir da in diese Geomantie gehen würden. Es ist wirklich ein spannendes Thema und ich finde, das ist bei uns zumindest, wenn wir eine Beratung auf einem Platz haben, wo ein Garten entstehen soll, ist bei uns das Erste in der Tat, ist die Geomantie. Oder ich war mal auf einem Platz in der Nähe von Thun, da gab es schon Bienenvölker und mich hat interessiert, warum sind die Bienen genau dort und nicht was woanders? Und habe dann gesehen, gemäß, die haben das natürlich, haben die Bienen sich ihren Platz gesucht, gemäß der Geomantie. Sehr spannend. Danke. Sehr gern geschehen. Sehr schön, spannende Fragen. Es gibt zwei Fragen im Chat, André. Herbert, du wolltest noch etwas fragen, oder? Nein, nur mal kurz wollte ich sagen, dass ich habe seit 4 Jahren ein Bienenvolk auch in einem Sechseck inne, wo ich aber in das Sechseck in einem gewöhnlichen Bienenkasten hier habe, eigentlich wegen der Isolation. Und das andere hat mich einfach so gedacht, aber ich finde es schön, was der auf eurem Hof macht mit diesen 6 Säckkästen. Hat sicher ganz gut da. Ja, also bei uns, wir haben zum Beispiel das Gewächshaus. Ihr seht es da im Bild jetzt, wo immer noch, glaube ich, eingeblendet ist, diese geodätische Kuppel. Das kommt auch aus dieser heiligen Geometrie raus. Und ich kann jetzt sagen, ja, die Pflanzen wachsen gut. Aber spannend ist, wenn man dasselbe mal reinsteht, das ist ein 5 Meter Gewächshaus, wie man sich als Mensch schon in dieser Kuppel wohlfühlt. Einfach weil es diese Form, dieses harmonische, sei das jetzt rund oder sechseckig, aber nicht mehr diese kantigen,
viereckigen, rechteckigen Kästchen, sondern möglichst verspielt oder harmonisch gemäß der heiligen Geometrie. Es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn man da drin steht. Und was für uns gilt, glaube ich, werden die Bienen auch wahrnehmen. Dankeschön. Dann haben wir von Terra Davis, ich glaube es ist Carol Davis, eine Frage über dieses Heizungssystem. Im Sommer wird es oft bis zu 37 Grad. Was macht die Heizung trotzdem weiter auf 42 Grad? Also ich glaube, das war zu einer der letzten Folien vom System Vatorex. Genau, danke. Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe das nie ausprobiert. Meine Antwort darauf wäre, das heizt trotzdem, dass eigentlich die Wabe auf 42 Grad gehalten wird, egal was draußen für eine Temperatur ist. Wichtig ist diese 42 Grad in der Wabe und wenn ich 37 habe, dann fehlen mir immer noch 5 Grad. Ich würde einfach sagen, wenn das von Interesse ist, schaut doch auf den Link, das ist hier eingeblendet, vatorex.com/de. Da ist mittlerweile, da sind Videos drauf, Erfahrungsberichte drauf, auch wissenschaftlich, wie sie das angehen. Schaut doch da ein. Ich habe das mehr zur Informationshalber, dachte ich, hey komm, ich nehme das jetzt mit in die Präsentation als Alternative zur Elektrokultur. Ich habe mich da vor vielen Jahren mit den Erfindern mal unterhalten in Winterthur und damals haben sie versucht, mit einem Sägezahn die Temperatur zu steuern. Also sie wollten nicht lange die hohen Temperaturen halten, aber immer wieder hoch. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber das war damals die Geschichte. Ja, schau mal im Beschrieb und dann habe ich hingeschrieben, das habe ich natürlich kopiert von ihrer Webseite, die Heizdrähte werden eigentlich nur 3 Stunden lang mit einer Temperatur von 42 Grad versorgt. Alles gut. Dann wiederholt sich das alle 16 Tage und die Zyklen sehe ich jetzt gar nicht. Ja, 3 Stunden lang 42 Grad und dann wird es einen Stopp geben von weiß nicht wie lange und dann kommt wieder dieser Zyklus von 42. Also die brauchen scheinbar nicht konstant diese 42 Grad. Sehr gut, vielen Dank. Dann haben wir noch die Frage von Ursula Müller. Welche Art von Wasseradern, plus, minus, polar oder minus polar? Vielleicht kannst du das noch ein bisschen genauer erklären, Ursula. Ich weiß nicht, ob sie meint linksdrehende oder rechtsdrehende Felder. Ursula, findest du den Mute-Button? Du musst das Mikrofon öffnen. Genau, super. Ja, ich meine pluspolar oder minuspolar. Genau. Ja, das ist, wie gesagt, das geht ja auch in die Geomantie, wo ich eben diese Störfelder suche und wenn es die Wasserader halt falsch rumdreht, dass ich die dann halt umkehre und für das gibt es ganz viele Werkzeuge aus der Geomantie, wo ich dann auch mit Kupfer zum Beispiel Elektropunkturpunkte setze. Ich kann das aber auch mit Steinen machen, ich kann das mit Pyramiden machen, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Oder aber ich suche mir einen anderen Platz. Also wir haben bei uns im Garten die Erfahrung gemacht, dass gerade Nachtschattengewächse sehr gut auch auf Wasseradern gedeihen. Egal, ob sie links oder rechts drehend ist. Beantwortet das deine Frage? Ja, okay. Ich glaube, das muss man weiter und genau vor Ort anschauen, um das dann zu sehen. Ja, absolut. Wie gesagt, der Fokus dieses Vortrags war jetzt nicht wirklich auf Geomantie gelegt. Das können wir sehr gerne später mal nachholen, wenn das im Sinn von Free the Bees ist. Oder wir schauen das vor Ort mal an. Hätte ich natürlich gewusst, dass da auch Interesse da ist, hätte ich da noch ein paar Folien mit einbezogen. Weil das ist für mich, ist das Fundament des Gartens, ist für mich einfach die Geomantie. Sehr schön. Ihr könnt gerne auch das Interesse über diesen SurveyMonkey bekannt geben. Für mich sehr gerne. Ich finde, das ist ein spannendes Thema.
Ich stehe ein bisschen oder ich habe Widersprüche gesehen. Es gibt viele Leute in der Geomantie, die unterschiedliche Ansichten vertreten und das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht, aber ich habe selbst Versuche gemacht damit und finde es super spannendes Thema. Das von mir aus gerne. Vielleicht auch unterschiedliche Ansichten in den Austausch bringen, in die Diskussion oder mal schauen, was wer da was vertritt. Ja. Gibt es weitere Fragen noch? Ansonsten habt ihr gesehen, Sonnenschmiede, Michael Pfenninger. Was ist eure Webseite? Sonnenschmiede.ch oder so? Das habe ich natürlich wieder noch nicht eingefügt. Ich weiß nicht, ob man es hier sieht. Da. Die Webseite ist nicht sichtbar, aber es ist einfach sonnenschmiede.ch. Super, perfekt. Also ihr findet den Michael, er beantwortet sicherlich auch Fragen, wenn ihr welche habt, über E-Mail. Klar doch. Mit der Ursula oder wie hat sie, genau, war ich schon im Kontakt, da haben wir schon gesprochen. Oder wie hieß sie? Sie hat vorhin eine Frage gestellt. Mit Genau. ihr hat das irgendwie schon, dank FreeDBs ist da schon wieder ein neuer Link entstanden, dass wir im Austausch sind. Schön. Und Ja. das Referat wurde auch aufgezeichnet, wird dann auf die Webseite gestellt, auf YouTube. Und wird sicherlich noch sehr viele Zuschauer, Zuhörer anziehen. Ja, ich freue mich riesig. Dann. Sehr schön, dann würde ich sagen, wir lassen das mal so stehen. Und vielen herzlichen Dank dir, Michael. Sehr gern geschehen. Gerne auf ein weiteres Mal über die Geomantie. Und dann allen vielen Dank für die Zeit und schönen Abend noch. Schönen Abend zusammen. Ciao. Tschüss. Ciao.